Immer mehr Deutsche leben über ihre Verhältnisse und enden in der Insolvenz. 3 Millionen geht es Jahr für Jahr so und es werden stetig mehr. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Schufa. Die Betroffenen können ihre Schulden aus eigener Kraft nicht mehr bezahlen. Weil die Gläubiger ihr Geld aber zurückhaben wollen, stehen dann irgendwann Gerichtsvollzieher vor der Tür. Unsere Reporterin Pia-Maria Wüsthoff hat einen von ihnen bei seiner Arbeit begleitet und ist auf dubiose Kreditvermittler gestoßen, die mit der Notlage anderer Geschäfte machen. Görlitz, 11 Uhr morgens. Ich bin unterwegs mit Gerichtsvollzieher Thomas Stiller. 25 Termine stehen heute auf seiner Liste, alles Schuldner. Und hier überall in den Häusern, da sitzt überall Klientel. Ja, fast in jedem Haus gibt es jemanden, der seine Forderung nicht bezahlen kann. Wie oft gehen Sie da hin? 14-tägig, in der Regel. Ich versuche alle 14 Tage mein Amtsbezirk durchzuarbeiten und die Folge aufzusuchen. Alle 14 Tage? Alle 14 Tage, ja. Nach 10 Minuten erreichen wir Stillers ersten Fall. Angemeldet hat sich der Gerichtsvollzieher nicht. Zu groß wäre die Gefahr, dass der Schuldner seine Wertsachen aus der Wohnung schafft. Dann gäbe es für Stiller nichts mehr zu finden. Doch trotz mehrfachen Klingels öffnet der Mann nicht. Ein, zwei, das dritte Mal da. Das nächste Mal gibt es bei mir eine schriftliche Terminsbenachrichtigung. Und dann werden wir weitersehen. Was droht dann? Wenn der Bürger wiederum nicht reagiert, dann hole ich mir eine richterliche Durchsuchungsanordnung ein und kann damit dann ihm die Wohnung zwangsweise öffnen. Routine für Stiller. Der Schuldner steht mit mehreren 1000 Euro im Minus. Die Gläubiger sitzen ihm im Nacken. Verschlossene Türen ist der Gerichtsvollzieher in solchen Fällen gewohnt. Ja, Stiller, Gerichtsvollzieher. Bei diesem Schuldner hat Thomas Stiller Glück. Der Mann ist zu Hause, wenn auch nicht erfreut über den ungebetenen Besuch. Bin ich, der Gerichtsvollzieher. Was soll's? Nur wegen Schulden komme ich. Können wir reinkommen zu Ihnen? Gut. Mein Team und ich müssen aber sofort wieder gehen. Ich habe gefragt gerade nur. Ich habe gesagt, raus. Gut, bleiben Sie ganz ruhig, Herr Gerichtsdienst. Ja, Leute, gehen raus, ja? Stiller war schon öfter hier. Weil der Mann seine Schulden nicht bezahlen kann, musste er heute eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben. Verbirgt sich damit, dass er seine Rechnung nicht bezahlen kann. Und auch bei der nächsten Schuldnerin gibt es für den Gerichtsvollzieher nichts zu holen. So, was wollen die von Ihnen haben? Knappe 400 Euro. Wie viel? Knappe 400 Euro. Ja, die habe ich leider nicht. Das waren mal 57,58 Euro Hauptforderung. Und die habe ich leider nicht. Den ganzen Gerichtskostenzinsen. Und ehemaliger Gläubiger ist die Versandhandels GmbH. Ich hab keine 400. Gut. Was lag jetzt bei der Frau vor? Wie kamen die Schulden zustande? Na, ich denke mal, das war so eine Preisausschreibengeschichte gewesen, weil das sind solche Versande, die man kaum kennt. Und mit den Jahren habe ich so das rausgekriegt, dass dann irgendwelche Telefongeschichten da sind, wo den Leuten versprochen wird, dass sie irgendwelche Geschenke bekommen. Dann kriegen sie Geschenkpakete zugesandt. Die Leute behalten die auch letztendlich und überlesen das ganz Kleingedruckte, dass dann ein gewisser Obolus trotzdem bezahlt werden muss. Es war eine recht lapidare Forderung von knapp 60 Euro und die ist über die Jahre jetzt, weil das Verfahren läuft schon über viele Jahre, bis auf 400 Euro angewachsen. Und die Frau kann es überhaupt nicht zahlen? Sie kann es nicht zahlen, ne. Stillers Klienten kommen aus allen Schichten und Altersgruppen. Sein nächster ist gerade 20 und sitzt auf 1000 Euro Schulden. Stereoanlage und Fernseher hat der Mann verschwinden lassen, damit der Gerichtsvollzieher nicht zum Pfänden findet. Doch soweit ist es noch nicht. Stiller versucht es mit Ratenzahlungen. Ihre Pflicht ist dann halt nur wirklich Monat für Monat die 30 Euro zu zahlen. Sobald da was schief geht, bin ich wieder da. Sie sind ja relativ jung. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 20. 20 Jahre. Und bei Ihnen sitzt jetzt der Gerichtsvollzieher auf der Couch. Wie fühlt sich das für Sie an? Auf gut Deutsch, scheiße. Sehr scheiße. Ich meine, ich habe die Schulden nie wirklich selber gemacht. Ich hatte damals eine Ex-Freundin gehabt, war beim Bund, hatte die Karte dagelassen, weil ich auch zwei Haustiere hatte. Hatte eigentlich Vertrauen gehabt. Was rausgekommen ist, sehen Sie ja. Miete wollen überwiesen. Ich sitze natürlich drauf, weil es meine Wohnung ist. Wer in der Schuldenfalle sitzt, fällt auch bei den Banken durchs Raster. Erika Winter brauchte dringend Geld, als sie sich vor ein paar Monaten mit ihrem Friseurladen selbstständig machte. Ihr Konto steht im Minus, Rücklagen hat sie nicht. Die Banken winken ab. Dann stieß sie auf eine private Kreditfirma, die ihr prompt 5000 Euro zusagten. Doch statt des Darlehens flatterten ihr nur Rechnungen ins Haus. Dann habe ich einen Anruf bekommen von der Firma, dass noch eine Rechnung offen wäre. Und dann habe ich gesagt, es ist keine mehr offen. Und dann hat sie mit dem Inkasso gedroht.
Wie mit der Not anderer Geschäfte gemacht werden, will ich selber testen. Dafür verabrede ich mich mit einem Vertreter der besagten Firma. Mit der versteckten Kamera ausgerüstet, gebe ich an, einen Schufa-Eintrag zu haben und frage nach 7.000 Euro Kredit. Dass ich den von einer seriösen Bank nie erhalten würde, scheint diesen Vermittler wenig zu stören. Ja, ganz schön. Die Bank ist jetzt auch sozusagen trotz des Schufa-Eintrags kulant. Zwei Drittel unserer Kunden haben negativ Eintrag in der Schufa. Okay. Unterschreiben, den schicken sie an uns zurück und dann dauert es noch mal 3-4 Tage, kommt das Geld aufs Konto. Kredit ohne Rücklagen und Schulden, also angeblich kein Problem, aber nur zu seinen Bedingungen. Man muss die Versicherung mit abschließen. Ganz mit dabei. Geht gar nicht dran vorbei. Zur Versicherung kommen für mich noch Anfahrtskosten in Höhe von 220 Euro obendrauf, obwohl der Mann in der Nähe sein Büro hat. Ich gebe mich zu erkennen. Wir sind von RTL, wir haben das Gespräch gerade gefilmt. Sie wissen, dass wenn man einen Schufa-Eintrag hat, man nicht kreditwürdig ist. Warum haben Sie mir trotzdem einen angeboten? Stimmt so nicht, es funktioniert. Und Sie beharren darauf, dass ich trotz Schufa-Eintrag einen Kredit kriegen könnte? Schön, ja. Da habe ich schon, machen wir ja auch Werbung. Was haben Sie wirklich schon erlebt, dass Sie da solche Kredite vermittelt haben? Habe ich erlebt, habe ich sogar im aktuellen Fall. Ich darf Ihnen jetzt den nicht sagen. Da steht drin, dies hier ist keine Zusage für einen Kredit. In dem Vertrag. Ich mache keine Zusage. Trotzdem muss ich Bearbeitungsgebühren zahlen? Sie als Fahrtkosten deklarieren das nicht rechtens, wissen Sie. Die kassiere ich ja nicht. Aber Ihre Firma? Wenn Sie das bezahlen, ich glaube, das läuft da eher auf einer freiwilligen Basis. Nur, dass das die wenigsten wissen und aus Verunsicherung zahlen. Schuldnerberater Johann Tillich weiß, mit welchen miesen Tricks die angeblichen Kreditvermittler arbeiten. Die Fälle, die uns vorliegen, wurden Leute geködert, damit sie auch Darlehen bekommen, mit schwierigen Fällen, schlechter Schufa, ohne Einkommen. Aber letztendlich den Kredit kriegen sie nie. Genau, also das ist der Fakt, die schließen viele Versicherungen ab, damit verdienen diese Herren ihr Geld an den Provisionen der Versicherungen und an den Gebühren, die sie für die Bearbeitung verlangen. Und das ist einfach klipp und klar auf den Tisch gezogen. Denn der einzige Ausweg, den Schuldenberg loszuwerden, abstottern. Doch dieses Durchhaltevermögen, das weiß auch Gerichtsvollzieher Thomas Stiller aus Erfahrung, haben nur wenige. Und so steht er in ein paar Tagen wieder bei den Schuldnern vor der Tür, auf der Jagd nach dem Geld, was er wohl nie kriegen wird.